Hallo Leute, willkommen bei meinem Let's Play. Ich habe nicht gerade meine tägliche Ration Milbenscheiße genommen, aber ich habe sie vorhin in der Apotheke gekauft. Franz geht mir seit ewiger Zeit auf den Sack. So. Ich soll unbedingt mal einen Witcher reinspielen. Mache ich jetzt halt, auch wenn Dragon's Dogma das bessere Spiel ist. Ich habe jetzt leider nur die GoPro am Start. Ihr müsst damit Vorlieb nehmen. Ihr kennt mich ja, ich tue immer das Beste, um meine Let's Plays in gutem Licht erstrahlen zu lassen. Das ist jetzt schon das Intro. Jetzt kommt hier das Intro. Irgend so ein Hansel macht da irgendwelche Faxen. Ich habe vor allem gar keinen Controller angeschlossen jetzt mal. Ja. Ja, das können wir ja gleich machen. So, ihr habt einen Durchblick, ja? Ich will's nur. Also, warte. Ich spiele übrigens auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, weil das ja alles für Mimosen ist. Wie zeig euch mal, wie das an? Geht. Wie schließt man den denn an? Keine Ahnung, ich brauche keinen Controller, ich mache alle platt. Nee, eigentlich brauche ich den Controller. Das ist richtig, richtig widerlich am PC. Braucht man hier so ein Kabel? Also das könnte passen, ja. Ich muss hier für Entertainment sorgen in der Zeit. Das passt übrigens nicht. Mal. Kann ich eine Geschichte erzählen? Ja, neulich. Ich pack's jetzt einfach aus, mir auch egal. Neulich waren da so ein paar Gesellen, ist so eine Geschichte vom Hörensagen, habe ich gehört. Waren so Gesellen auf so einem Dach und haben da rumgespielt auf so einem scheiß Dach. Und irgendwer, ich weiß nicht wer, wenn ich euch das jetzt erzähle, wisst ihr halt mehr als ich. Irgendwer hat dann halt irgendwie so eine scheiße, wie heißt das? Ich muss hier gerade eben mal Multitasking machen, den Ton leiser drehen. Ich muss vor allem schon wieder in meine Rolle rein. Ja. Und irgend so ein Spast hat dann auf dem Dach halt irgendwie einen Feuerlöscher entdeckt und hat dann mit dem Feuerlöscher halt da rumgesprüht oder so. Wie gesagt, nur vom Hörensagen. Ich weiß nicht, wer es war, und wenn ich es wüsste, wüsste ich nicht, wer es war. Und auf jeden Fall war irgendwie dummer Zufall, war gleichzeitig so eine Party. Da steppte anscheinend der Bär und ja, eins kam zum anderen. Es gab diverse Individuen, denen das nicht so gefallen hat, dass da Leute Spaß haben, weil es gibt halt Leute auf der Welt, die können einfach nicht damit leben, wenn Menschen Freude haben. Und ja, es gab Clinch, Raufhändel mit Hang zur Bluttat, kennt man ja. Oh, das ist bestimmt der Witcher hier. Und ja, auf jeden Fall hieß es dann, ja, das hat uns nicht so gefallen. Vielleicht entfernt ihr das mal und ersetzt den Feuerlöscher oder so. Und irgendwie wurde der Feuerlöscher dann ersetzt. Und ich denke nur, Alter, ich bin gerade hier voll. Wo zieht's mich denn hier gerade rein? Was ist denn hier los? Wow! Ah ja. Was denn das? Ja, Witcher, gutes Spiel auf jeden Fall. Nee, was ich ursprünglich sagen wollte. Ich muss ja jetzt von 0 auf 100 hier in meine Let's Play-Laune rein. Ja, toll. Und jetzt weiß ich halt noch nicht mal, ob das Handy das hier akkurat aufnimmt. Auf jeden Fall hieß es dann, das ist übelst nicht gut, wenn da Feuerlöscher-Utensil-Inhalt auf dem Dach rumliegt. Das muss da mal entfernt werden. Und ich mir so überlegt, ja, klar, was ist denn da los? Der nächste Regen macht das weg. Und dann heißt es so, nee, wenn es regnet, das ist nicht gut. Und ich überlege mir natürlich so, ja, willst du mich verarschen? Was soll denn das jetzt? Ja, nee, das ist nicht gut, das ist gefährlich. Und ich überlege mir so, ne? Ich überlege mir so, okay, jetzt mal, Feuerlöscher, ja? CO2, ja? So, Kohlenstoff, Feuerlöscher, ja? Und Wasser, ja? Ja, du machst richtig schöne Stimmung. Mach ich richtig schöne Stimmung, guck mal, eine Nackste. Also, CO2, Kohlenstoff und Wasser zusammen. Was ergibt denn das? Das ergibt Wasser mit Kohlensäure. Das trinken Menschen. Dann wird das Dach von explodieren. Ging das nicht eher darum, dass da Löschmittel drin ist? Löschmittel, ja, CO2. Nee, dieser Löschschaum.
Da war kein Schaum drin. Also ich weiß das nur vom Hörensagen. Jetzt guck dir doch mal dieses tolle Spiel an. Dragon's Dogma ist übrigens ein bisschen besser. Aber ich lasse mich mal herab. Ich habe jetzt auch einen Controller in der Hand, der nicht funktioniert, glaube ich. Ja, ich glaube, das müssen wir nur umstellen. Dann wird er noch nicht ins Menü. Wisst ihr, hier, die haben es verstanden. Einfach nur Sex sells. Weißt du, wenn man nicht mit Content blühen kann, ja, da muss man nackte Haut zeigen. Genau wie auf YouTube. So läuft's nämlich. Da immer schön den Arsch ins Thumbnail halten. Ins Intro. Weißt du, weil sonst klicken die Leute nicht drauf. Du bist einfach viel die klicken zu weg. Du bist viel zu prüde. Nee. Doch. Nee, guck doch einfach mal. Du fühlst dich offended bei nackter Haut. Bupp, hat er sich angezogen. Sichi. Und nochmal ein Arsch. Ja, ist ja auch ein schöner Arsch. Naja. Ja, ist ein animierter Arsch. Oh, eine Hautunreinheit, widerlich. Nee, ist schon ein gutes Spiel, wie die sich ja alle so plötzlich anziehen und so. Sie ist eine Magierin, sie kann das halt. Ja, sie zaubert sich an. Warum? Ach Gott. Nee, ist ein gutes Spiel. Ein richtig gutes Spiel. Ich will jetzt Leute kaputt hauen. Los. Ja, Leertaste. Kannst du gleich machen. Du überspringen. Halt hast du gesehen? Jetzt ha, das war meine Form von Punkrock. Ich hab's übersprungen. Mach mal Leertaste, ich will mal schauen. Ja? Bam! Warte, ich will mal schauen, ob ich hier mit dem Controller was machen kann. Nee, dann mach mal Escape. Escape? Ja. Ich hab's durchgespielt, Leute. Leute, Option. Ich hab's durchgespielt. Warte, ich mach. Ja, das ist schlecht. Da sieht das werte Publikum ja. nichts. Ich weiß nicht mal, ob ich hier gerade alles einfange von dem, was hier passiert. 6 Minuten schon. Na, macht's euch Spaß? Hinterlasst einen Daumen hoch oder runter oder 5 Sterne. Franz malt da gerade, aber irgendwie auch nicht. Nee, ich kann ja nicht malen, wenn du spielst. So. Ah, Mann, ich hoffe, man sieht hier alles. Man will ja nichts verpassen von diesem ganz, ganz tollen Spiel. Wenn da auch nur ein Pixel zu wenig auf dem Bild zu sehen ist. Oh, das wäre aber traurig. Hä, wie aktiviere ich denn das? Ach, vielleicht muss ich den hier erstmal anmachen. Oder man macht die doch an. Ne? Man macht die an. Ja, ey, ich habe keine Ahnung von PlayStation. Tastatur spielen, Alter, kriege ich so AIDS, Leute. Kriege ich so AIDS, ne? Du bist jetzt auch voll auf dem AIDS-Train, oder? Hier, guck mal, ist das gut, wenn es blinkt? Nee, das heißt eigentlich, er ist nicht so ganz registriert. Er ist nicht so ganz registriert. Ja, ich hau dir auch alle mit Tastatur. Also warte mal, warte mal. Nee. Hallo? Warte mal. Nee, jetzt. Ist doch irgendwas aufgeploppt. Leute, wie findet ihr das so, dieses Format, wenn man den Bildschirm abfilmt, weil man sich Fraps nicht leisten kann? Ist das gut? Fischaugensicht. Ha, kommt euch das bekannt vor, Leute? Ist das schön, wie der Bildschirm gerade aussieht? Da steht doch Controller. Komm. Wo? Na da. Da steht Controller. Und da auch. Ein. Jetzt der Controller ein. Komm, die Leute wollen unterhalten werden. YouTube ist schnelllebig, wenn hier 5 Minuten Pausebildschirm ist, weißt du? Nein. Da schalten die ab. Oh, Alter! Hier, was ist denn das? Was hast du getan? Hör mal auf. Ist das normal? Zeig mal. Oh, was ist da? Oh, da in der Ecke, eine Maus. Die du gleich abdrehst. Du hast die Kamera verschoben. Oh, lass shit. Lass mir schauen, ob die Geschwindigkeit... Hä, die ist doch voll normal. Die ist voll normal, Alter, wenn man hyperaktiv ist. Das ist also normal. Jetzt lass halt, mich hier raus, los. Das ist halt typisch Konsole, Alter. Die haben keine... Vor allem, so wirst du halt nicht spielen können. Sprinten. Tu das nicht. Leben am Limit, Leute. Wo kann man hier sprinten? Umschalt gedrückt halt. Kenn ich nicht. Aber guck doch mal erstmal auf den... Oh. Gute Arbeit. Hab ich's durch? Gute Arbeit. Boah, Alter, ist das empfindlich. Halt die Fresse. Und Leute, wie war das? Ich spiele auch auf sehr schwer, müsst ihr dazu wissen. Ja, also auf leicht hättest du den Sprung auf jeden Fall überstanden. Ja, deswegen. Boah, kommt. Ich weiß das alles schon. Du musst rechtsklick. Ja, hier. Alter, guck, lies dir das doch mal durch. Nein, das ist so ein Krebs. Lies es doch mal bitte laut vor. Ich kann nicht sprinten. Halte gedrückt, um den Hexersinn einzusetzen. Hexersinn, guck. Ich bin voll high. Alter. So, sprinten kann ich überhaupt nicht. Ich sag, du wirst die erste Mobgruppe nicht überleben, wenn du es überhaupt bis dahin schaffst. Alter. Ey, was ist denn bei dir umschalten? Das ist doch hier diese Taste. Die Taste Übersteuerung. Ja, und warum... Weil du noch nicht sprinten kannst.
Ich kann noch nicht sprinten. Ja, weil du es erst lernst. Ah ja. Das ist das Tutorial. Das kriegt der Witcher nicht in die Wiege gelegt, dass der sprinten kann, ja? Jetzt läuft der sogar von alleine. Was ist denn hier los? Guckt mal, hier sind meine Hände, Leute. Läuft der jetzt echt alleine? Ist das behindert? Behindert darf man jetzt wieder sagen, sagt Dion übrigens. Mach mal, halt mal rechts gedrückt, so guck dich mal um. Rechts. Alter, kann ich die alte bamsen? Nee, kannst du nicht. Das ist so ein schlechtes Spiel, weil... Ohne Spaß. Wisst ihr, bei welchem Spiel man NPCs einfach umboxen kann, auch wenn sie freundlich sind? Franz weiß es, glaube ich. Dragon's Dogma. Mhm. So. Muss ich jetzt mit der reden oder kann ich hier... Halt doch mal rechte Maustaste gedrückt und guck dich um. Rechte Maustaste? Ja, rechte. Das ist die linke. Okay, rechte Gut, Maustaste. Gut, dass du weißt, was die rechte ist. Oh, da! Was zum Anziehen? E drücken. E wie Equip. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Alter, was er sie voll labert, kannst du nicht komm, einfach jetzt alles guck, einfach meine, du musst einen Schlüssel finden, siehst du da? Mit Hilfe des Hexersinns den Schlüssel finden. Rechte Maustaste gedrückt halten. Oh Gott. Guck mal, da ist bestimmt ein Schlüssel. Da ist ja so komisch. Da ist das Abstergo-Zeichen. Bup, ausmachen. Ja, geil. Das macht die Spielerfahrung viel besser, wenn ich hier so einen Schlüssel habe. Raus jetzt. Lauf, Schlampe, lauf. Er kann echt nicht sprinten. Drück mal Steuerung. Geht nicht. Aber so bin ich schneller. So, Leute. Seid ihr schon unterhalten? Alter, eine Leiche, guck mal. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand sie irgendwo. Ich habe keine Geduld. Ich will was kaputt hauen. Ja, kannst du auch gleich. Ich breche auch hier die ganze Zeit meine Let's Play-Persona. Das gefällt mir nicht. Eigentlich bin ich da immer so... Was? Weißt du? Nee. Praxis wurde der Theorie vor. Oh Gott, das ist ja laut. Zeit aufzustehen, Meister. Exposition. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschlägst? Ja. Du bist so ein Spaß. Das ist Franz' Lieblingsspiel. Es ist halt ein richtig gutes Spiel. Und es hat halt ein richtig gutes Ende bekommen mit Blood and Wine. Ja. Und es ist nicht so ein richtig gutes Ende. Ich gucke mir 80 Stunden lang Scheiße an, weil ich dann ein gutes Ende habe. Es gibt halt weiter, es gab halt Free DLCs und irgendeinen anderen schönen Stuff, den du dir installieren konntest. Ich kann dir auch eine gratis Kackwurst geben, da freust du dich auch nicht drüber. Also wenn ich eine Karate-Kackwurst sehen will, guck mir Dragon's Dogma an. Na, das stimmt ja nicht. Guck mal, ich das bin weltoffen halt, und spiele dieses Spiel. Dragon's Dogma sieht halt so aus, als hätte man damit noch irgendwie rumgespielt oder es an die Wand geschmiert oder so, weißt du? Wir haben sie verwöhnt. Verhöhnt, wollte ich sagen. Scheiße. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommen. Wie lange geht denn das jetzt noch? Ich wollte jemanden kaputt hauen. Das ist wohl teilweise meine Schuld. Aber dann... Ich höre dem Mann nicht zu. Tut dir das gerade weh, was hier gerade passiert? Also ich habe es halt alles schon gesehen, ist vielleicht für dich ein bisschen schade für die Story. Hol ich nach. Du bist so ein Spaß, du. Alter. Nein! Doch! Nein! Du bist... Diesmal nicht. Ich möchte Leute kaputt hauen. Oh, jetzt hättest du halt sprinten können. Ja, jetzt kannst du nie sprinten. Das ever. Also wenn das wirklich so wäre, dann würde ich aber, also dann wäre das richtig ganz tolles Spiel. Es wäre so schön, wenn solche Leute wie du halt einfach so hart damit getrollt werden. Finde dich nicht raus, Bastard. Oh. Alter, wegen dieser Empfindlichkeit habe ich jetzt nicht die Option gewählt, die ich wollte. Weil du so ein grobmotorischer Controller-Typ bist. Alter, was ist denn hier los? Tutorial überspringen. Mach da. Ich will Leute kaputt hauen. Ja, dann musst du jetzt trainieren, aber du wirst jetzt halt hart verlieren, weil du nicht weißt, wie du kämpfst. Na doch. Button-Mashing. Ich kenne doch solche Spiele. Eben nicht. Doch. Nee. Toll. Also du wirst jetzt halt sterben. Ich will nicht reden. Ich will nicht reden. Warum sage ich will nicht reden und die reden weiter? Schlechtes Spieldesign. Privatsache. Jetzt laufe ich nicht voll. Auch dem Einhorn hatten die manchmal Sex. Jetzt geht's los. Aber ich sag, du stirbst, weil du auf Todesmarsch spielst. Ach, Todesmarsch. Ich halt einfach meine Hexersinne gedrückt hier. Bam, bam, back, button mashing. Boots, bam, boots. Links, rechts, button mashing. Zack, auf Todesmarsch. Bam, bam, button mashing. Zack. Wow, und eine Ausweichrolle. Button mashing ist der Schlüssel zum Erfolg. Zack, zack. Und links und rechts. Und alle sind tot. Ein wilder Kugel.
Guck, zack. Doppelte Leertaste ist übrigens eine Rolle. Doppelte Leertaste. Tja. Empfindlichkeit. Ich muss das hier nicht sehen. Wo heile ich mich? Ja, klar, muss ich mich heilen, sonst wird es interessant. F und R was essen. F und R was essen. Ich esse ganz viele Sachen. Dann, nee, so funktioniert das nicht. So funktioniert das. Also du hast jetzt 5 Brot gegessen, aber heilst dich nur von einem. So, sprinten. Wo sind die? Ba-bam! Buttonmashing! Drück nochmal F, aber nur einmal. Was weiß ich, wo F ist? Na, F ist neben... Es ist noch ein Hit und du bist tot. Okay, ich kann es nicht. Bam, bam, bam! Feige Sau, der Witcher ist eine feige Sau. Ich esse jetzt erstmal ein Brot in der Hitze des Gefechts. Guck mal, wie schön er sich seinen Dings dahingestellt hat, seinen Fuß. Was hat er? Ist okay. So. Buttonmashing! Drück mal Q bei Gelegenheit. Was weiß ich, wo diese ganzen Knöpfe links sind? Links oben. Ba-bam, Buttonmashing! Wuhu! Todesmarsch, Buttonmashing. Ah, da bin ich ausgewichen, da klopfte blöd. Zack und Q. Buttonmashing. Oh shit, allein. Das ist so toll, mit Tastatur zu spielen. Wuhu! Hab ich geschafft jetzt, oder? Nee, du bist tot. Also... Also wenn du, also da ich hab zu viel Taktik reinbringen wollen. Nee, hätte ich nur Button gemasht, hätte es halt funktioniert. Wenn du was isst, ja, dann heilst du dich halt für die nächsten paar Sekunden schneller. Also deine Vitalität. Und wenn das halt aktiv ist und du isst mehr, dann wird das halt nur zurückgesetzt. Aber du musst es halt ablaufen lassen, um es effektiv zu machen. Alter, jetzt labern die nochmal. Ich will Leute kaputt hauen. Also ich will ja nicht sagen, aber das waren halt so richtige Low-Mobs, ja. Also man erwartet halt eigentlich schon, dass die Leute das schaffen, weil sie das Tutorial gespielt haben und wissen, wie man kämpft. Ja, ich brauche halt kein Tutorial und schaff's trotzdem. Schreib Maggie jetzt. Alter, guck's dir doch bitte einfach mal an. Nein, komm nicht später. Doch, ich möchte, dass du das schaffst. Nein. Nein. Alter, muss man sich das jedes Mal wieder anhören? Ja, vielleicht. Was ist denn das für ein schlechtes Spieldesign? Das stört man besser nicht. Ja, steck erstmal, ich box die einfach. Nee, ich box, ich gehe in Nahkampf mit der Hand. Na? Schmerzt. Was schmerzt? Wenn man ein krasser Witcher ist, dann schmerzt das nicht, wenn man da mit der Faust reingeht. Drück zwei. Oh! Hast du gesehen? Zack. Ja. Guck mal, man kann hier gar nicht verlieren, man blockt einfach die ganze Zeit. Nee, du kannst das nicht blocken. Da? Hab ich's geblockt oder was? Also ja, aber du kannst es nicht dauerhaft blocken. Ich esse erstmal ein Brot. Ja, das ist gut. Hm. Jetzt gehe ich ein bisschen Buttonmashen. Der andere macht gar nichts, der Hannes, der steht da und klotzt. Ja, weil es Todesmarsch ist. Dein Zeichen ist wieder aufgeladen. Was für ein Zeichen? Was laberst du? Kuh. Bam, Kuh! Du blöde Kuh! Du hast dein Schwert wieder eingesteckt. Brauche ich aber nicht. Hol's raus. Hol dein Schwert raus. Steck es in die Scheide. Buttonmashing. 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 Roll dich weg. Buttonmashing. Ja. Wo ist denn sein Brot? Alter, wie man halt kein... Ja gut, ich sehe das ein. Du hast keine Koordination auf der Tastatur. Ich gehe einfach ran. Ha! Hab ich verarscht, Junge! Buttonmashing! Buttonmashing! Ja, aber man sieht schon, du kommst langsam auch in den Kampfstil rein. Ja, in den Kampfstil rein. Einfach nur den gleichen Knopf zu drücken die ganze Zeit. Hä? Nee, also du kannst... Also es ist halt viel effektiver, wenn du so seitlich wegsteppst. Also doppelt in eine Richtung klicken. Kampfstil rein. Mach's mal. Wow. Alter, guck dir den Kampfstil an. Siehst du den Kampfstil? Alter, der hat richtig Stil. Oh, hier, Kampfstil! Oh, wie ich ihn überrumpelt habe mit meinen Seitwärtsschritten! Ja. Wie ich ihn überrumpelt habe mit meinem Kampfstil hier! Das erwartet er nicht, dass so ein behinderter, besoffener Typ hier ankommt. Guck mal, wie ich... Ja, er ist übelst perplex! Zack! Du bist halt in seinen Schlag reingesprungen. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren jetzt 20 Minuten purste Unterhaltung. Sagt mir, ob ihr mehr davon wollt. Ich werde nicht so ganz mit dem Spiel warm. Dragon's Dogma ist eine bessere Alternative, kann ich euch ans Herz legen. Da hast du dich ja nicht mehr drauf eingelassen.
Also wenn ich Dragon's Dogma spiele und... Also 4 von 10 würde ich sagen. Wenn ich Dragon's Dogma spiele und auf den Controller beiße, habe ich halt ungefähr dasselbe Ergebnis wie du. Und jeden Dialog skippe. Wobei Dragon's Dogma hat wahrscheinlich nicht mehr Dialoge. Ich sag nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich